Hallo zusammen! Heute gibt es einen Beitrag über E-Mobilität. Unser Tesla Model 3 ist ein Jahr alt geworden, ein guter Zeitpunkt für ein Resümee. Ich war viele Jahre in der Automobilindustrie tätig und erlaube mir deshalb auch eine generelle Beurteilung des Fahrzeuges. Das Wesentliche aber sind die Daten und Fakten. Das interessiert euch? Dann bleibt gerne dran. Natürlich ist das Design Geschmackssache. Uns gefällt die Form. Neben all den Kombis, Minivans und SUVs sticht diese sportlich-coupéhafte Limousine heraus. Die kleinen Verarbeitungsmängel, die mir bei der Auslieferung des Wagens aufgefallen sind, waren schnell vergessen. Aber die Windgeräusche von den Seitenspiegeln ab ca. 100 Stundenkilometern stören mich nach wie vor. Auf den ersten fast 25.000 Kilometer Fahrstrecke gab es ansonsten keine Karosseriebeanstandungen. Allerdings mussten aufgrund von Glasschäden sowohl die vordere als auch die hintere Scheibe ausgetauscht werden. Das sind sehr aufwendige, zeitintensive und teure Reparaturen, die zum Glück über die Teilkaskoversicherung abgedeckt sind. Sehr schnell habe ich mich dann noch entschlossen, das Auto mit einer kleinen Hohlraumkonservierung, dem großen Dämmpaket und automatischen Klappenöffnungen vorne und hinten zu versehen. Das habe ich für 3.000 Euro bei der Firma Stegmann in Bad Dürrheim machen lassen. Die Dämmung kann ich sehr empfehlen, auch wenn Tesla inzwischen vorne Akustikscheiben verbaut, sie passt sehr gut zu dem Charakter des Autos. Die hintere Klappenöffnung ist ja inzwischen serienmäßig, die vordere braucht man nicht zwingend. Fangen wir mit dem weißen Interieur an. Da schlagen ja viele die Hände über dem Kopf zusammen. Ich kann nach einem Jahr nur sagen, weiß ist überhaupt kein Problem, Verschmutzungen jeglicher Art, ja sogar die berühmten Kugelschreiberspuren lassen sich ganz einfach mit Babyfeuchttüchern entfernen. Wer also gerne diesen wunderschön hellen Innenraum mag, traut euch. Auch der viel kritisierte große Bildschirm, über den die gesamte Bedienung läuft, wird niemanden vor große Probleme stellen. Wenn ich mal hin und wieder in einem traditionellen Verbrenner sitze und mir die Schalter- und Knöpfeflut anschaue, dann freue ich mich schon wieder auf das aufgeräumte Cockpit meines Tesla. Das mit der Handschuhfachöffnung finde ich allerdings auch übertrieben. Das Auto hat sehr angenehme und langstreckentaugliche Sitze. Das Fahrwerk ist sportlich ausgelegt, was mir ebenfalls gefällt. Beim Komfort gibt es allerdings Luft nach oben. Ich bin genügend sportlich ausgelegte Fahrzeuge gefahren, die Querrillen besser wegstecken. Mit dem Tesla weicht man unwillkürlich jedem Kanaldeckel aus, das muss eigentlich nicht sein. Sehr angenehm finde ich dagegen die direkte Lenkung, die guten Fahrbahnkontakt vermittelt. Überragend ist die jederzeit abrufbare Beschleunigung. Diese Leistungsentfaltung in Verbindung mit dem niedrigen Geräuschniveau verleiht einem das Gefühl absoluter Souveränität. Die Klimatisierung ist ohne Fehl und Tadel, Winter wie Sommer, die Verstellmöglichkeiten sind absolut ausreichend. Wer erst einmal die Möglichkeit, im Fahrzeug jederzeit per Smartphone die Heizung oder Klimaanlage einschalten zu können, für sich entdeckt hat, der wird diese Option häufig nutzen. Ob man von einer Bergwanderung im Sommer oder vom Skilaufen im Winter kommt, man steigt immer in ein wohltemperiertes Auto ein. Als Musikfan erfreut man sich natürlich auch an dem sehr gut abgestimmten Soundsystem. Kommen wir zum Autopiloten, einem weniger erfreulichen Kapitel. Was stört, sind zunächst zwei Dinge. Erstens ist der Autopilot eindeutig für Fahrten auf Highways und großen Straßen in den USA ausgelegt. Und zweitens ist man hier in Deutschland per Gesetz gezwungen, in relativ kurzen Abständen am Lenkrad zu zupfen. Ein kapazitives Lenkrad, das die Hand erspürt, wäre da deutlich besser. Man kann den Tesla Autopiloten auf der Autobahn benutzen, wenn wenig Verkehr ist. Aber sobald häufige Spurwechsel zwingend werden, schaltet man den Autopiloten gerne wieder aus.
Der adaptive Tempomat ist da eine ausreichende und überzeugende Alternative. Mein Tesla ist eine Long-Range-Version mit dem 79 Kilowattstunden Akku. Netto sind das 72 Kilowattstunden. Ich bin in einem Jahr 24.632 Kilometer gefahren, habe dafür 4.196 Kilowattstunden benötigt. Daraus ergibt sich ein Durchschnittsverbrauch von 17 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Die längste Strecke, die ich mit einer Akkuladung gefahren bin, waren 413 Kilometer von Frankfurt nach Füssen. Obwohl es bei anspruchsvollem Höhenprofil über 700 Meter hochgegangen ist, zeigt mir der Datalogger von TeslaFi einen Verbrauch von nur 15,2 Kilowattstunden pro 100 Kilometer an. In Füssen habe ich im Hotel den Akku über Nacht mit 66,77 Kilowattstunden wieder vollgeladen. Der Verbrauch lag also bei 16,2 Kilowattstunden pro 100 Kilometern. Das sind 6,5% mehr, als im Fahrzeug angezeigt wurde. Insgesamt werden in TeslaFi 4.448,73 Kilowattstunden angegeben. Das sind auch 6% mehr als die Angaben im Tesla. 18 Kilowattstunden pro 100 Kilometer war also der echte Durchschnittsverbrauch im ersten Jahr. Kommen wir zu den Ladeverlusten. Die erreichen beim AC-Laden 10,7% und beim DC-Laden an Superchargern 13%. Am Ende habe ich 1032 Kilowattstunden an Superchargern, 1500 Kilowattstunden in Deutschland und 2368 Kilowattstunden in Österreich geladen, zusammen 4900 Kilowattstunden. In meinem Beitrag Emissionsfreies Fahren, da hatte ich den Tesla noch nicht, bin ich noch von 25,3 Kilowattstunden Bruttostromverbrauch pro 100 Kilometer ausgegangen. Der Bruttoverbrauch meines Tesla liegt über ein Jahr gerechnet bei knapp 20 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Mir gelingt es aber auch sehr verbrauchsschonend zu fahren. Noch ein Wort zum Supercharger-Netz. Tesla hat in Europa über 600 Stationen mit 6000 Ladepunkten und baut sein Netz ständig weiter aus. Und die neuen Supercharger mit 250 Kilowatt arbeiten ausgezeichnet. Wenn man den Akku möglichst leer fährt, kann man am Supercharger sehr schnell laden. Hier ein Beispiel vom neuen Supercharger in Pfaffenhofen, 257 Kilometer in 16 Minuten. Im Winter, das muss man natürlich auch sagen, steigt der Verbrauch um 15-20%. Damit verdoppeln sich auch die Ladezeiten. Das Tesla Model 3 hat als Long-Range-Version 65.540 Euro gekostet. Hier sind aber auch alle damals verfügbaren Sonderausstattungen vom Autopiloten bis zur Anhängerkupplung enthalten. Die BAFA 3 Monate nach Fahrzeugauslieferung 6.000 Euro überwiesen. Damit habe ich dann nur noch 59.540 Euro ausgegeben. Der Verbrauch von brutto 4.900 Kilowattstunden teilt sich auf in 1.032 Kilowattstunden an Superchargern für 40 Cent pro Kilowattstunde macht 413 Euro, 1.500 Kilowattstunden in Deutschland für durchschnittlich ebenfalls 40 Euro Cent pro Kilowattstunde macht 600 Euro und 2.368 Kilowattstunden in Österreich, konkret gesagt in Tirol. Hier zahle ich 13,62 Cent pro Kilowattstunde und da ich auch über eine eigene PV-Anlage geladen habe und hier bei Einspeisung nur 3,18 Cent bekomme, am Ende einen Mischpreis von 7 Cent pro Kilowattstunde macht 167 Euro. Der Strom hat mich also aktuelle Preise unterstellt 1.180 Euro gekostet. Wenn man den Tesla mit einem Verbrennerfahrzeug vergleichen möchte, dann kommen eigentlich nur leistungsstarke Autos mit Allradantrieb, viel Fahrassistenz und sportlichem Auftritt in Frage. Ich habe hier deshalb einen Audi S4 TDI Quattro Tiptronic gewählt, der in vergleichbarer Ausstattung 74.700 Euro kosten würde, wovon man sicher noch ein paar Prozente herunterhandeln könnte,
und der Vergleichbarkeit halber nur mit 16% Mehrwertsteuer rechnen müsste. Damit käme ich auch auf eine Größenordnung von 65.000 Euro. BAFA-Förderung gibt es natürlich nicht. Die Kfz-Versicherung habe ich einmal als gleich hoch unterstellt. Dafür muss ich für den Tesla nicht die 350 Euro Kfz-Steuer jährlich zahlen. Inspektionen und Ölwechsel sind ebenfalls nicht nötig. Der Audi S4 verbraucht laut Herstellerangabe 6,3 Liter Diesel pro 100 Kilometer. In der Praxis werden es eher 7,5 Liter sein. Und das auch nur, wenn man ähnlich zurückhaltend fährt wie ich mit meinem Tesla. Damit verbraucht der Audi für 24.632 Kilometer 1.850 Liter Diesel, die mit einem Preis von 1,40 Euro pro Liter 2.600 Euro kosten würden. Ich habe also im ersten Jahr 1.770 Euro gespart und hier sind noch keine Inspektionen eingerechnet. In die CO2-Bilanz geht zunächst die Herstellung ein, die für den Audi mit 4,5 Tonnen und für den Tesla mit 4 Tonnen CO2 zu Buche schlägt. Der Akku hat 79 Kilowattstunden und wurde in Nevada mit klimaneutralem Strom produziert, kommt aber aufgrund der verwendeten Materialien und vorgelagerten Prozesse dennoch auf rund 4 Tonnen CO2. Somit ist der CO2-Rucksack des Tesla 3,5 Tonnen schwer. Beim Tesla habe ich für den deutschen Strommix 350 Gramm CO2 pro Kilowattstunde angesetzt. In Tirol ist der Strom klimaneutral. So komme ich auf 900 Kilogramm CO2 in dem einen Jahr. Ein Liter Diesel erzeugt bei seiner Verbrennung 2,64 Kilogramm CO2. Das wären dann 4,9 Tonnen im selben Zeitraum für den Audi S4. Ich habe also den CO2-Rucksack des Tesla bereits abgearbeitet und der Umwelt schon 500 Kilogramm CO2 erspart. Hier noch eine Zusatzinformation. Am 13.08.2021 ist eine Studie erschienen, in der ältere Tesla-Fahrzeuge mit hohen Laufleistungen bezüglich ihrer Akkudegradation ausgewertet worden sind. Man hat festgestellt, dass die Akkus auch nach 200.000 Meilen, das sind 320.000 Kilometer, noch 90% ihrer Ausgangskapazität bereitstellen. Hier mein Fazit. Trotz einiger Kritikpunkte hat der Tesla in Summe absolut überzeugt. Es macht Freude, ihn zu fahren, egal ob man gelassen dahin gleitet oder eine steile Passstraße hinaufjagt. Er ist langstreckentauglich, die Reichweite ist ausreichend, er muss nicht warm gefahren werden, riecht nicht nach Öl und Abgasen, hinterlässt auch keine Ölspuren auf dem Boden der Garage und man hat ein gutes Gewissen, etwas fürs Klima zu tun. Doch die Elektromobilität ist nur einer der Bausteine, mit denen jeder von uns an der klimaneutralen Zukunft mitarbeiten kann. Dazu mehr beim nächsten Mal. Bis dahin, danke für eure Treue. Macht es gut und tschüss.